Ja, wir haben etwas über das Vorlesen gesprochen, Sven Goertz. Und es ist ja sicherlich eine Kunst, spannend und gut vorzulesen. Vielleicht ist das ja auch eine klassische Aufgabe, ich weiß es nicht. Aber können Sie spannend aus dem Buch aller Bücher vorlesen, was ich hier habe? Das Buch aller Bücher? Das Buch aller Bücher ist nämlich nicht die Bibel, wie viele glauben, sondern das Buch aller Bücher ist und bleibt das Telefonbuch. Das habe ich hier. Und zwar das von Augsburg. Ja. Natürlich. Ich sehe gerade, das ist aus dem Jahr 2004, 2005. Aber das ist ein sehr guter Jahrgang. Das ist ein sehr guter Jahrgang. Ich schlage einfach mal eine Seite auf und Sie lesen vor. Okay. Bin mal gespannt. Warten Sie, ich gehe einfach so mit dem Zoom mal so. Ja. Und lande. Ja. So, da bin ich gelandet. In Diedorf. Kennen Sie Diedorf? Diedorf? Nein, kenne ich nicht. Das stimmt schon. Das heißt Diedorf, nicht Dasdorf. Diedorf, das ist westlich von Augsburg. Diedorf. Diedorf. Ich gebe Ihnen hier die Seite 577. 577, aus dem Telefonbuch. Seite. Wir sind bei den Buchstaben S. Schm bis Stet geht die Seite. Suchen Sie sich irgendwas raus und bringen Sie mal ein Telefonbuch zum Klingen. Jetzt bin ich mal gespannt. Hören Sie nun eine weitere Episode aus dem Telefonbuch der Stadt Augsburg aus dem Jahre 2004-2005, die Seite 577, Diedorf, 08238. Slisch Erhard, Hochvogel 32, 2957. Specht Heinrich, Grübbühl 2, 1578. Otto Schmutter, 17, 70, 26. Seemiller Claudia, Landwehr, Hühnerhof, 2,6 und 8,1. Schön, schön. Also vom Klang her, es hätte auch wirklich die Bibel sein können, ne? Ja. Plus eins haben Sie ganz falsch ausgesprochen. Was wenn ich Sie korrigieren darf. Oh, was? Das heißt nicht Schmutter, sondern Schmutter. Schmutter. Ach, Schmutter. Ja, Sie müssen das R. Ne? Augsburg. Schmutter. 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 Wir haben das rollende R. Ach so, in okay. Augsburg. Na, aber schön, was man alles aus dem Telefonbuch machen kann. Das bitte ich zu verzeihen, aber irgendwas ist halt immer. Also, es ist Sonntag. Nehmen Sie zu Hause ein Telefonbuch zur Hand und lesen Sie sich gegenseitig vor. Man kann aus allem was machen. Sehr schön, hat mir gut gefallen.